Oh toll, du bist zu Hause. Jetzt kannst du mir mit dem Baby helfen. Ach du, das würde ich ja gern, aber ich bin völlig erledigt von der Arbeit. Hä? So. Der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Patrick, ich brauche meine Pause. Ach ja, deine Pause. Morgen dann, ich versprech's. Okay, dann morgen. Dann morgen. Schon wieder so ein harter Tag. Ach, Patrick, ich bin ja so froh, dass du endlich von der Arbeit nach Hause kommst. Ich brauche unbedingt meine Pause. Heute war es so anstrengend. Ich brauche meinen Sessel. Ja. Patrick, ich brauche wirklich mal einen. Morgen, ganz sicher. Morgen, ganz sicher. Patrick! Irgendwann später vielleicht. Irgendwann später. Daddy Patrick, wir müssen reden. Keinen Moment noch, ich wollte... Nichts da, Mr. Haushaltsvorstand. Hey, jetzt verpasse ich die Kokosnuss. Du hilfst mir überhaupt nicht mit dem Baby. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber wo ist dein Anteil? Du tust überhaupt nie was. Ich hab die Windeln gewechselt. Ja, einmal. So ein kleiner Muschelpo. So viele Windeln kann der doch gar nicht verbrauchen. Ha. Ach, hör auf, das bisschen. Ha? Ja, und? Oh. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass ich so ein schlechter Vater bin. Ich werde alles wieder gut machen. Ich verspreche es dir. So. Wie lautet der Plan für heute? Ich werde mich vor nichts mehr drücken. Von ab sofort an bin ich Super Dad. Mach keine Mittagspause und bin pünktlich zu Hause. Also lass noch ein paar Stinkewindeln für mich zum Wechseln übrig. Und du hast heute Abend frei, Kumpel. Klasse, dann sehen wir uns um 6. Genau 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 um 6. 12 Uhr mitternachts. Oh Mann, war das eine Party. Oh, hey, Tag, SpongeBob. Hallo, Kleines. Was denn? Was denn? Ach, gar nichts. Na, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte schon, du bist sauer auf mich. Weißt du noch, was du heute Morgen zu mir gesagt hast? Irgendwas mit Malzbier, oder? Nein. Warte, lass mich raten. Ich gib's auf. Sag dir, du hast heute Abend frei, Kumpel. Noch was? Das hab ich nicht nötig. Was? Wo gehst du eigentlich hin? Ich gehe wieder zur Arbeit. Arbeit? Er hat 2 Kokosnüsse auf den Kopf gekriegt. So, das nennst du Arbeit? Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Manchmal muss ich die Antenne verstellen. Manchmal verliere ich die Fernbedienung. Und manchmal tut mir ganz schön der Allerwerteste weh. Oh, du armer Kerl. Übrigens, da ist dein Aktenkoffer. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Tot arbeiten? Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie es heutzutage zugeht auf der Welt. Wie hart man sich seine Brötchen verdienen muss. Und du mit deinem bisschen Haushalt, das ist doch wohl... Ist das klar? Da ist dieses dämliche Geräusch schon wieder. Das ist kein dämliches Geräusch. Das ist unser Kleines, das gleich aus dem Fenster springt. Oh. Hast du es gefangen? Nö. Wir sind schlechte Eltern. Kleines, es kann ja fliegen. Scheint wohl jetzt erwachsen zu sein. Ja. Hey, und was ist mit Daddy? Ich mein Kleines. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kleines. Tja, Patrick, jetzt braucht es uns nicht mehr. Das ist die schwerste Stunde im Leben aller Eltern.